So Freunde, diese Anlage ist so krass, wie viele Möglichkeiten man hier hat. Das ist ein Fitnessstudio in dieser Anlage. Es ist endlich mal gescheite Laufband, dann die Hantel, Rückenstrecker, Bizepsmaschine für diverse Rückübungen. Ein Multipresse ist da. Einzig, was hier fehlt, wäre vielleicht Kniebeugenständer, aber Bankdrücken, alles vorhanden. Und allein die Gestaltung ist so schön, dass man hier wirklich wie im 5-Sterne-Hotel leben kann und trainieren kann. Wenn man so rechnet, 1000 Euro in einem 5-Sterne-Hotel die Woche Urlaub, hier würde man 250.000 Euro für Apartment investieren und dann könnte man immer noch verkaufen oder lebenlang Urlaub machen. Man fühlt sich hier wie ein König. Wie Pumping Air Champion fühlt man sich hier. Es ist alles schön klimatisiert, kühl. Die Anlage ist richtig cool. Die Dame wird uns zeigen, was hier alles angeboten wird. Es ist ein bisschen dunkel, aber es ist so edel, Freunde. Und stellt euch vor, das gehört alles zu eurem Wohnung dazu. Die Behandlungsräume. Das ist eine Salzkabine. Dann hat man hier Jacuzzi und so weiter. Hier hat man Sauna. Es ist leider dunkel, aber ich hoffe, ihr kennt es ein bisschen. Duschkabine. Dann allein die Duschkabine. Es ist einfach richtig schön gemacht. Ich habe ja im Elements trainiert. Nicht einmal die hatten so Duschkabinen. Ich muss sagen, auch hier richtig schön. Wir wollen nicht alles zeigen, aber ich denke, ihr wisst Bescheid, um was es hier in dieser Anlage geht. Auch das befindet sich in der Türkei. Die Türkei hat sich wirklich ein bisschen verändert. Es gibt beide Seiten nach wie vor, aber die Geschwindigkeit des Lebens hier in Alanya und, oder zu Bauens ist so schnell, dass man nicht auf 100 Jahre alte Häuser und so weiter Wert legt. Ist das gut? Weiß ich nicht. Ich habe geliebt, auch in ein altes Haus in München zu leben. Durch Corona ist alles stillgelegt, aber ich liebe es, in der Türkei türkische Hammam zu liegen. Das ist doch ein Kunstwerk. Vorsicht hinter der Stufe und hier sitzt man nach Hammam gemütlich und da ist ein Wasserbrunnen. Also ich bin mir sicher, dass man hier wirklich abschalten kann und wenn man nichts mehr zu tun hat oder nicht mal arbeiten müsste, könnte man hier sein Leben um ein paar Jahre verlängern. Diese Anlage, riesen Poolanlage, es ist wie wenn man wirklich in 7-Sterne-Hotel Urlaub macht. Okay. Ich habe ja gesagt, dass hier Leben ist, Freunde. Hier wächst sogar Papaya. Sind die nicht schön? Mein Gott, ich raste aus. So, Freunde, ich habe euch ja versprochen, dass ich euch Räume zeige, die Träumen erlaubt. Aber es soll nicht nur als Traum bleiben, sondern realisiert werden. Diese Wohnung nehme ich sofort euch weg. Kostet 650.000 Euro. Aber was für eine Wohnung. Ich habe in München einige Wohnungen angeschaut. Für 1,1 Millionen 87 Quadratmeter. Die waren erstens leer. Man konnte das Meer nicht sehen. Ich kritisiere hier nicht. Aber jeder Mensch ist doch nüchtern genug, um zu vergleichen. Okay, wir fangen an. Die Dusche. Allein diese Granit an den Wänden. Die Schränke richtig angepasst und die Fliesen an der Wand. Also ich habe in vielen Hotels übernachtet, nicht mal manche Hotels konnten mir das anbieten, was hier ist. Granit, Waschbecken, Wasser fließt. Okay, Eingangsbereich sind wir reingegangen und haben als erstes unsere Dusche gezeigt.
Dann diese Lichtanlage. Ich bin mir sicher, dass da noch indirekte Licht ist. Also an Beleuchtung scheitert hier nicht. Dann hat man hier einen Schrank untergebracht. Wo die auch Sicherungen und so weiter sind. Diesmal komischerweise will mich die Kamerafrau lenken. Du gehst dahin, wo ich will, nicht wo du willst. Dann kommen wir in ein Schlafzimmer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das könnte von einer Frau sein, aber ich bleib noch stabil. Ankleidezimmer. Bitte nimm alles so auf, dass wir so gut wie möglich den Menschen hier original rüberbringen können. Klimatisiert. Ein Doppelbett. Ganze Wohnung ist mit Bodenheizung bestückt. Bitte die Decke zeigen. Allein diese LED-Lichter und so weiter. Und dann, Freunde, gehen wir da rein. Ich bin still. Ihr sollt Vergleiche sehen. Allein dieser Granit, dieser Boden, diese Jacuzzi und aus dem Jacuzzi raus. Soll ich noch was dazu sagen? Das Gute ist, man kann diese Tür aufschieben. Man badet im Freien. Dann, das reicht ja nicht, hat man hier eine Dusche eingebaut. Wo ich nicht mehr nach Hause gehen möchte. Das reicht ja nicht. Ein Person Sauna. Notfalls könnten auch zwei Leute sitzen. Während man sitzt, sieht man das mehr. Dann gehen wir von hier raus. Doppelt Waschbecken, wieder Goldarmaturen. Wisst ihr was, Freunde? Gold stört mich nicht mehr. Von mir aus vergolden die alles. Es sieht einfach geil aus. Geil! Dann dieser Boden. Hier hat man auch Fenster, wenn man aufmacht, bräuchte man nicht die ganze Zeit Licht anmachen. Dann geht man in die Küche. Freunde, macht bitte die Augen auf. Schöne Altweiß-Schränke. Ein Gasherd. Allein Dunstabzug. Riesengroß. Dann gehen wir weiter. Die Schränke richtig schön mit Stopper und so weiter. Das ist hier überall üblich mittlerweile. Ein Waschbecken und dieser Wasserhahn. Also hat man wirklich Mühe gemacht, dass alles übereinander passt. Jetzt gehen wir in den Wohnbereich. Weiß-schwarz Tisch finde ich passt optimal dazu. Dann die Decke. Da könnte man, wie soll ich sagen, Sachen hintun, die einem an was erinnern. Dann gehen wir, wichtigster Part, Freunde. Hier könnt ihr euch hinstellen und sagen, ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft, das zu haben, wovon 90% der Menschen träumen. Versteht mich nicht falsch, ich bin nicht Luxusfanatiker, aber ich möchte im Leben Möglichkeiten schaffen, für mich auch, für meine Mitmenschen. Wenn irgendwas, irgendwo mit dem, was man hat, besser möglich gemacht werden kann,
dann sollte man das in Anspruch nehmen. Das ist meine einzige Motivation, was ich euch geben möchte. Wenn man 30 Jahre lang seine Schulden zahlt, um eine Wohnung zu besitzen, aber trotzdem von der Wohnung nichts bekommt, ist das für mich Fehlinvestition. Dann gehen wir hier rein. Ein Schlafzimmer mit zwei einzelnen Betten. Ja, der Gast könnte sich hier wohlfühlen. Wenn man hier sich hinsetzt, rüberschaut, nachdem man aufgestanden ist, ist mehr Blick. Und ihr müsst wissen, vorne sind die Hotelanlagen, die nicht diese Qualität haben und von euch für die Woche 1.000–1.500 Euro abknüpfen. Also lieber spare ich ein bisschen was und leg mir was an, wo ich die ganze Zeit was davon habe. Jetzt gehen wir runter. Bitte schön. Gut. Schöne Holztreppen. Stabile Geländer. Wir gehen untere Geschoss, das ist eine Duplexwohnung. Da hat man nochmal Sitzgarnitur, natürlich nochmal Balkon und nochmal ein Gästezimmer, wo man hier die Gäste einquartieren kann. Ich gehe mal vor. Ist auch nicht klein. Schöner Spiegelschrank. Ansonsten zentrale Klimaanlage. Auch das finde ich hier gut. Man stellt die Temperatur hier ein und auf nichts bräuchte man danach achten. Hier wieder Schränke untergebracht, wo die Sicherungskasten ist. Und hier haben wir nochmal eine Dusche. Diesmal Chromarmaturen. Das kennt ihr mittlerweile von mir. Überall Hände waschen, das ist gut, ihr könnt dabei das Badezimmer begutachten. Schöne Dusche, schöne Wandfliesen. Ja, es sieht gut aus, es sieht nicht nur gut aus, es ist perfekt. Diese Duplex, Freunde, ich schwitze nicht, es ist warm. Ich schwitze nicht, es ist warm, ich kühle mich ab, meine ich Wasser. Ich rede auch manchmal scheiße, wenn mich irgendwas so fasziniert. Und hier hat man eben die ganze Steuerung über ein iPad, würde man sagen. Man stellt Temperatur, Herd und was weiß ich was alles ein. Also ihr seht, Freunde, man müsste die Möglichkeit haben, um diese Wohnung zu besitzen. Wenn man diese Möglichkeit hat, braucht man nur noch eins. Mut. Auf Wiedersehen.